Zur Schau mal. Natürlich. Hier unseren Stream aufgerufen kriegen. Zuschauer null. Hast du jetzt den Backofen schon angemacht? Das auch die, hier, dieses komische Ansteckmikros haben wir jetzt nicht, ne? Dann kann ich hier noch holen. Was ist denn? Wo ist das denn? Wo? Ich glaube im Schrank irgendwo. Weiß ich gar nicht. Kann man mich schon sehen? Kann man mich so hören? Irgendwann schon am Start? Was haben schon ein paar geschrieben? Hallo Daniel, hallo Panzerkrabbe. Ja, Mahlzeit kann man sagen. Wir wollen heute ein bisschen gemeinsam Essen kochen. Und dafür haben wir unsere HelloFresh-Box. Einfach besser essen. Einfach war das nicht so ganz, aber das ist der DPD geschuldet, die das Paket netterweise beim Nachbarn abgestellt haben. Da sind wir jetzt im strömenden Regen rüber. Und glücklicherweise hatte Shelly die Idee, dass es da sein könnte. Und ja, kann man mich eigentlich hören? Kriege ich nochmal eine Rückmeldung, bevor ich jetzt die ganze Zeit rede und man mich nicht hören kann, weil Mikro haben wir jetzt hier so nicht. Kann auch nicht gleichzeitig aufladen und das Mikro anstecken. Ja, aber es ist bei 50%, ich würde es jetzt rausnehmen. Ist hier was drücken? Ne. Man kann euch hören. Ich kann uns hören? Mach schon mal. Da brauchen wir eigentlich diese Dinger nicht, oder? Das ist ja da oben dran. Wo? Ach, das bringt was. Was ist das jetzt auch nicht gekoppelt? Kann man mich so hören? Panzerkrabbe sagt auch, man hört uns. Ja, dann wollen wir mal gucken. Es ist schon spät, das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Unsere Box hier mal auspacken, schauen, was wir alles jetzt haben. Die Bestellungen konntet ihr ja sehen. Wenn ihr nicht gesehen habt, was wir bestellt haben, könnt ihr euch das gerne nochmal angucken. Und hier haben wir schon mal ein paar Beute drin. Beute 1. Ich sehe selber leider nicht, ne? So ein Beutel. Porree. Und irgendwie so ein anderes Paket. Und ein paar Unterlagen. Das sind die Rezepte, oder? Ich muss erstmal selber gucken, mal drauf. Ich muss selber erstmal die Kamera auf der Kinderkamera sehen, das aussieht. Moin Moin, seid gegrüßt. Schön, dass ihr reinschaltet und mal gucken wollt, ob wir hier was Ordentliches zu essen hinkriegen oder nicht. Ah, und deine erste Box gratis. Gutscheincodes. Nicht, dass man das gehört hat, ne? Aber egal. So. Wir haben ja insgesamt. Genau, wir haben ja insgesamt zwei Mahlzeiten bestellt und mit der Box kommen sozusagen die einfachen Anleitungen dazu, wie man das relativ schnell und einfach zubereiten kann. Spart natürlich dann auf jeden Fall Zeit. Und Nummer 1 und Nummer 14. Zeittechnisch muss man beide so eine halbe bis dreiviertel Stunde rechnen. Wir können entweder machen Hähnchen unter Senfbröselhaube oder würzig gebratenes Schweinelachssteak. Ich würde das andere nehmen. Shelly würde Hähnchen unter Senfbröselhaube nehmen. Ja, da steht schon drauf, was wir als erstes machen sollen. Also heize den Backofen auf 220 Ober-Unterhitze oder 200 Umluft vor. Und dann sollen wir Butter auf Zimmertemperatur bringen, ungeschälte, aber gewaschene Kartoffeln längs vierteln, Kartoffeln auf einem Backpapier belegen. Kartoffeln auf ein mit Backpapier belegtes Backblech verteilen, bisschen Öl drüber streufeln, bisschen Salz und Pfeffer drauf. Und soll das Ganze 25 bis 30 Minuten in den Backofen. Ja, Shelly lootet einmal die Pakete. Das ist hier Kühlpads, damit das Ganze sozusagen auch gut kühl bleibt da drin. Und man merkt, also die sind noch nicht komplett aufgeschmolzen, aufgetaut.
Das ist noch kalt, ne? Ja. Das ist Hähnchen. Das ist Schweinelachs. Das ist Schweinelachs, die brauchen wir heute das nicht. Das brauchen wir heute auch nicht. Und das ist alles wohl auch nachhaltiges Recyclingmaterial, auch wenn das erstmal nach viel Verpackungsmüll aussieht. Also man braucht das. Hier sind so ein bisschen die Soßen drin. Oh, das dürfen wir jetzt aber nicht. Wir machen jetzt, Gewürzmischung. Nummer 1. Das ist die Pfütze, ne? Cooking Cream. Und ein bisschen Hühnerbrühe. So, was brauchen wir? Genau, wir brauchen Hähnchenbrust, haben wir. Die Kartoffeln. Das ist doch noch. Was ist in der Box noch drin? Hier ist nur die 1. Ja, aber die sind die 1. Ich glaube, die sind die richtigen. Achso, dann kannst du das auch noch alles auspacken. Soll ich das hier? Das hat schon wieder 1. Das ist aber ein süßer Beutel hier. Ein kleiner Beutel Kartoffeln. Panko Breadcrumbs. Ich glaube, die brauchen wir auch. Schalotten fein hacken. Karotten. Schälen und quer halbieren und längs zu Streifen vierteln. Kriegen wir hin. So, das sind die Kühlinger, die brauchen wir nicht mehr. Kommen wir erstmal zur Seite. Auch hier ist eine Knoblauchzehe. Das ist der Spinat, Babyspinat. Den brauchen wir auch. Und die Kartoffeln brauchen wir. Ist irgendwas, was du nicht brauchst? Hier Sahne? Brauchst du das? Aber es ist ganz praktisch, dass die Kartoffeln einmal ein kleiner Beutel ist und man soll die ja wirklich noch. Was brauchen wir? Ich weiß es noch nicht genau. Die Kartoffeln sind wirklich klein. Ich glaube, die Porries, die sind für das andere, ne? Kannst du ja auch noch mal gucken. So. Es wird ganz schön unorganisiert hier. Wo steht denn das, was man braucht? Wir brauchen die Hähnchenbrust, wir brauchen Kartoffeln. Ja. Hähnchenbrust. Ja. Wir brauchen den Babyspinat. Spinat. Kochsahne. Das ist hier, glaube ich. Nee, das Cooking ist das. Achso, okay, das war schon falsch gelaufen. Steht aber auch dann drauf. Dann Hühnerbrühe. Dann brauchen wir Schalotten. Irgendwie. Dann brauchen wir Panko-Mehl. Königer Senf. Panko-Mehl. 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 Panko nee. Und Bread Crumbs. Ich glaube beides, oder? Körniger Senf. Zwei davon. Und Knoblauchzehen. Das natürlich heißt es eben, Leute, ihr habt immer noch die Chance, für ungefähr 3,5 Wochen über unseren Link eine HelloFresh-Box zu bestellen. Ihr spart gerade vor allen Dingen bei den ersten Testbestellungen richtig, richtig viel Geld. Und somit ist so eine Mahlzeit gar nicht mal so teuer. Und ich glaube, mit der Anleitung, die Shelly jetzt gerade weggeschleppt hat, müssen wir es frei machen. Ne? Also auf jeden Fall die Kartoffeln. Die sehen an sich schon relativ gut aus. Ich würde die trotzdem noch einfach einmal kurz abspülen, oder? Machst du so eine Auflaufform, Kelly? Nein. So kann man uns wahrscheinlich nicht mehr hören, oder? Man kann den besser da drin hinstellen. Was? Dann muss man sich auch sehen können. Was hast du dich sehen können? Gerd hat einfach mal 100 Bits rausgenommen. Danke, Gerd. Vielen Dank an Gerd. Rüberbringst. So, dann wollen wir die erstmal längs vierteln. Nach Möglichkeit ohne uns zu schneiden, ansonsten habt ihr es live drauf. Yay! Wie
Shelly mich dann verarzten muss. Was heißt denn muss? Das werden hier so selbstgemachte Kartoffelspalten. Ich glaube, bei einigen würde ich noch mal ein bisschen mehr als nur vierteln. Mögen das ganz gerne auch ein bisschen krosch. Gerade hier bei den kleinen Kartoffeln ist das, ne? Glaube ich. Drittel mal, ne? Also insgesamt Sechstel. Nicht bei allen, aber bei einigen, die jetzt ein ganz bisschen dicker sind. Aber da weiß man auch, warum das hier so kleine Kartoffeln sind. Die sollen jetzt ja auch innerhalb einer halben Stunde gleich im Backofen lecker werden. Also wir brauchen eine Auflaufform. Warte. Ist die gut? Das ist fast ein bisschen groß, oder? Nee. Die ist gut. Nimm die größte. Ich nehme die größte. Was mit der Kartoffel? Die kommt noch, die liegen auch welche. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall die Größte. Das kann jetzt hier schon mal rein. Also ihr wisst auch, falls heute Abend kein LS mehr kommt, ne, dann kochst du noch, ne? Koch ich noch oder. Oder hab mir einen Finger geschnitten. Kann natürlich auch passieren. Die Messer sind echt richtig, richtig scharf. Sieht nicht so scharf aus, Klaus. Ja, wenn die beiden schneiden sind, dann hört man. Aber wenn die beiden da hinten am Waschbecken sind, dann hört man sie leise. Aber immerhin, wenn man uns ein bisschen hört. Guck mal, so sieht das immer aus. Ich arbeite, Shelly guckt. Und danach gleich durch auf Community Spring. Genau, so ist der Plan. Wobei zwischendurch, ich meine, vom Essen können wir natürlich nicht streamen, weil wir ja logischerweise die Kinder, die sind hier. Die sind jetzt nicht bei Oma und Opa oder so, die dürfen gerade eine runde Sendung mit der Maus gucken. Bisschen Bildung. Hast du das vorher gewaschen? So, Da soll jetzt Öl, Salz und Pfeffer ran. Das kannst du mal schön rüber und dann ein bisschen durchmengen und dann Öl, Salz und Pfeffer. Denk an die Marke. Olivenöl einfach, oder? Oh, sollen wir das hier aus dem Urlaub nehmen? Gutes Öl aus dem Urlaub, dann kommt noch Salz und Pfeffer. Viel? Welche Pfeffer denn? Ich mag einfach gerne ein bisschen Pommesgewürz. Nein, Mann. So, das sollte reichen, oder? Ein bisschen. Das ist viel. Das ist ja gut, wenn du auch mal was machst. Bitte? Vielleicht jetzt nicht, aber wenn das nicht reicht. Aus der Ölfabrik? Das zeigen wir jetzt nicht. Das Gute von. Das Ganze nochmal so ein bisschen. Eigentlich macht man das mit den Händen. Ja, mach das. Mach das, Michael. Wer möchte, dass Shelly hier ein bisschen durchknetet nehmen? So. Dann soll das schon im Backofen? Ja. Brauchen wir Zeit. Du nimmst die Zeit. Schwierig. Wie spät ist das? 18.09 Uhr. Wie lange muss das sein? Ungeschälte gewaschene Kartoffeln längs vierteln Kartoffeln auf einem mit Backpapier belegtes Backblech verteilen. Wenn lesen kann. Wir wandern nochmal zurück. Das ist erst der nächste Schritt. Oder es ist. Da kommt nachher das Hähnchen rein, deswegen haben wir das gemacht. Man sollte doch zwischendurch mal ein bisschen auf die Anleitung gucken, kann nicht schaden. Also wir nehmen lieber ein Backblech, dann können wir es besser verteilen.
Moin, Sven, seid gegrüßt, danke fürs Reinschalten. So kann das im Backofen? Ja, ist das schon vorgeheizt jetzt? Ja. Dann kann das im Backofen. Und jetzt müssen wir so ein bisschen gucken. Es soll ca. 30 Minuten in den Ofen oder bis zu 30, also 25 bis 30. Und 10 Minuten vor Ende soll man die Karottenstifte dazu tun. Also Shelly ist jetzt hier der Zeitmanagement-Beauftragte. Oder ihr, liebe Leute, schaut mal raus, sagt mal nach 15 Minuten Bescheid, dass wir die Karotten dazu tun. Du machst das gut. Du machst das richtig gut. Mhm. Moin, moin. Also noch 15 Minuten, also kurz vor halb. Richtig? Heute schon den ganzen Tag eine Fliege, die hier die ganze Zeit rumfliegt. So. Als nächstes. Next one. Du musst doch hier noch Stifte machen. Soll ich das einmal kurz machen? Gesagt, oder? Das hast du ja noch nicht gemacht. Das ist schon vorbereitet. Vielleicht so. Kaufen, schälen, quer halbieren und längs zu streifen. Vierteln. Ja, dann die letzten 18 bis 20 Minuten zu den Kartoffeln. Also wir müssen das gerne schon in 10 bis 15 Minuten zu den Kartoffeln packen. So. Das artet hier richtig Stress. Als nächstes werden wir so eine Art Dip vorbereiten. Schalotten fein hacken, Knoblauch fein hacken und dann in einer kleinen Schüssel mit Panko-Mehl und der weichen Butter und Senf miteinander verkneten. Das hört sich ja abenteuerlich an. Ist hier eigentlich auch echt Butter bei oder was ist das? Ne, das ist beides Senf, ne? Ja, das hier ist es. Ja gut, aber wir brauchen dann noch Butter. Wie viel? Weiche Butter und Senf miteinander verkneten. Wie viel Butter denn? Weiß nicht. Steht doch da bestimmt irgendwo. Ein bisschen nur. Zwei Esslöffel, drei Esslöffel, vier Esslöffel, man weiß es nicht. Moin Moin. Das soll doch auch gleich noch mit aufs Blech. Ne? Ja, das ist ja nur zur Aufbewahrung. Ich schmeiß die jetzt hier einmal in die Schale wieder rein. Damit kann man die ja dann wieder rüber transportieren. Jetzt ist es Viertel nach. Was gibt's denn heute so bei euch? Was esst ihr heute? Oder habt ihr schon? Jetzt kommt hier gleich ganz oft, haben wir Pizza bestellt oder sowas. Mir gibt's Ravioli. Ja, nice. Aus der Dose. Es gab schon Kartoffeltopf mit Paprika, Karotten und Hackfleisch. Das hört sich auch ganz lecker an. Bei mir gab es Möhreneintopf. Das passt ja hier zu den Möhren. So. Also. Aber hier steht doch. 4 Esslöffel Butter brauchen wir noch. Oder? Ungeschälte Viertel. So.
So, Schalotten fein hacken. Denn das ist aber viel Schalotte. Aber gut. Was da so steht. Das steht hier so. Also ich tue mein Bestes, versuche hier tatsächlich das ein bisschen schön klein hier. Und gib mir Mühe. Esst ihr öfters abends warm? Eigentlich nur, eigentlich immer. Wir essen eigentlich nicht. Also mittags gibt es meistens nur irgendwelche Kleinigkeiten und abends essen wir gemeinsam. Oh, die ist aber ein bisschen fies. Ganz zu weit? Ja. Oh. Das ist gemein, ja. Oh. Aber geht. Moin, moin. Nappend. Und mittlerweile schon. Die Schalotten sind immer fies. Na tolle Wurst. Bitte. Gut, dass ihr das macht. Das hast du gar nicht gewusst, glaube ich. Ich versuche. Oh. So von den Freien nach dem Motto, gerne ohne Finger. Ich tue mein Bestes. Fleisch. Es war klar, dass Dani sich ums Fleisch kümmert. Schüssel brauchen wir. Also Zwiebeln ist nicht so doll, ne? Spinat. Auch noch was? Wie viel Butter? Ich glaube 4 Esslöffel. In einer weiche Butter. Hier steht doch irgendwas. Ich glaube 2. Oh. Es ist fies. Noch was hier. Alles wieder durchatmen. Wir haben noch Butter. Also morgen früh können wir frühstücken. Alles ist gut. Jetzt wird mir noch Butterschmalz. Ein bisschen was. Oh. Ohne Privatzivilen, ihr habt echt eine schöne Küche. Oh, danke. Beste Methode, um Schalottenzwiebeln klein zu schneiden, einmal teilen, dann bis kurz vor Stroh. Ja, aber die waren ja schon, der Fett hat die ja schon hier. Hast du mal geschält, oder was? Und hier vorne und hinten abgeschnitten. Ja, das stimmt. Der Fett hat vorne und hinten abgeschnitten. Toll. Hat das hier verbockt. Kann man Zwiebeln eigentlich auch ziemlich gut schneiden. Vor allem, wenn man sowieso das ganze, wenn man das ganze Ding schneiden möchte. Das ist aber viel. Ist aber viel, ne? Aber wir mögen gerne Zwiebeln. Das ist auch nicht so viel gefummelt. Ja, das wirkt so, als fummel ich gerne hier. So. Oh. Ich würde sagen, erst reingewürfelt, oder? Das sieht gut aus. Also ich würde so lassen. Den hier noch. So, oder? Ja, noch den Knoblauch gerne dann, wa? Oh. So. Sind jetzt 10 Minuten schon rum, dass die Karotten dazu können? Es ist jetzt 20. Habt ihr die Zeit nicht noch im Griff, liebe Leute? Oh, ich kann da schon zu tun. Heute wird lecker gekocht. Ja, halt mal rein. Ich bin gar nicht so nach hier Knoblauchhacker.
Hähnchenbrust, ne, Hähnchen unter Senfbröselhaube mit Rahmspinat und Ofengemüse. Wir sind gerade im Punkt 2, wir machen gerade die, ja, die Pampe hier. Ich werde jetzt schon mal die Hähnchen anbraten, die sollen mit ein bisschen Öl von jeder Seite 3 bis 4 Minuten angebraten werden. Dann kommen die von der Pfanne, dann kommt sozusagen unsere Form hier auch wieder ins Spiel. Da kommt dann die Pampe mit drauf, die werden kurz angebraten, dann kommt die Pampe drauf und dann kommen sie noch im Backofen mit zu dem anderen dazu. In der Zwischenzeit machen wir noch eine leckere Soße und dann, ja, dann wird der Spinat noch gemacht. Und gut. Black Forest ist auch am Start. Guten Abend, ein Tipp mit einem großen Gemüsemesser, sich die Zwiebeln besser schneiden und klein hacken. Das macht Sinn. Aber ich kann besser mit klein irgendwie. Das ist irgendwie für mich einfacher. 5 Minuten nach und noch, sagt Fendt. Ja. Oh, mittlerweile schon fast 80 Leute hier am Start, die uns hier beim Abendessen machen, begleiten. Sehr nice, euch beide statt im Drescher-Trecker in der Küche zu sehen. Ja, witzig, ne? Ist echt mal was anderes. Oh, wir haben alle vergessen. Jetzt funktioniert das alles nicht mehr. Was machen wir jetzt? Oh, ich kann es jetzt nur mal wieder nach reinkommen. Dann muss einer verhungern, Leute. Einer kriegt nichts. Wie lange noch? 2 bis 5 Minuten noch. Einer sagt, sieht lecker aus. Ja, auf dem Bild sieht es lecker aus, ne? Mal gucken, ob das so wird. Das wird genauso angerichtet. So ist der Plan. So. Dann kannst du vielleicht einmal das Blech rausziehen? Ich stelle schon mal ein paar dekorative Teller hier hin. Ja, das hat doch was. Ist die Pfanne zu klein? Haben wir hier noch irgendwie so einen Spritzschuss? Jetzt sind lieber die kleineren Pfannen nehmen sollen. Nee, wir müssen auch die Soße noch da drin machen. Okay. Mal schauen. So, jetzt kann ich schon. Oder? Dann haben wir einmal weiche Butter. Zu der weichen Butter kommt alles, was Shelly gerade gehackt hat. Richtig? Ja, aber erstmal müssen jetzt die Karotten, oder? Ja, cool, sogar ein Teller für mich. Lol. In 30 Minuten bin ich da. Okay. Aha. Wenn ihr alles angerichtet habt, macht ihr doch ein Foto davon, bevor ihr esst. Die ja, Karotten, die können jetzt aufs Blech. Ihr könnt es sehen, bis es auf den Teller kommt. Scheiß Fliege immer noch. Eine Fliege fliegt hier den ganzen Tag schon. So, in einer kleinen Schüssel Panko-Mehl, weiche Butter und Senf miteinander verkneten. Sollen denn die beiden Dinger hier rein? Guck mal, wie das von dieser Seite aussieht hinter der Kamera. Was denn? So, dann mache ich schon mal ein bisschen den Tisch freiräumen, damit die ne, den Tisch auch durchbrechen können. Ja, ja. Ja, wir mögen gerne Senf, ne? Sollen wir beide? So, in einer großen Pfanne ein Esslöffel, was ist das eigentlich immer, 1, 1,5 und 2? Ist das von der Portionsgröße abhängig? Ja, ich glaube schon. Ja, okay.
Das von der, genau, zwei ja. Personen, drei Personen oder vier Portionen. Ich muss das in der Mitte dann nehmen. Pfanne, so, Hähnchenbrüste in eine Auflaufform geben, Hähnchenbrüste mit dem Senfbröseln toppen und diese leicht andrücken. Danach nochmal 12 bis 14 Minuten mit dem Gemüse zusammen backen. Vielleicht brennt die Pfanne hier. Wieso machst du das denn nicht rein? Sie muss erst heiß sein. Ja, aber es ist wahrscheinlich zu heiß. Kinnas. Einmal mit Profis, oder wie war das? Servus. So, jetzt versuche ich hier den Senf ordentlich zu verteilen, nicht dass auf einer Seite nur dieser Panko ist und auf der anderen Seite nur Senf. Okay, so wird 10. So sieht das jetzt aus. Wird eine dicke Panade, würde ich sagen. Was, wie viele Stücke sind das? 3? Ja. Achso, und die Schalotten, das kommt in die Soße, ne? Ja. Nee. Da, für die Soße die Pfanne wieder erhitzen und ohne Fett die gehackten Schalotten und den Knoblauch anschwitzen. Ja, das brauche ich erst, das brauche ich noch nicht. Das brauche ich erst später. Das kann schon weg. Das kann auch schon weg. Ja, haben wir gerade Kinderalarm. Einmal vorsichtig machen. So. Handarbeit, kein Cosplay. Arbeitsamt. So Leute, also ne, gönnt euch. Kochsahne brauchen wir noch. Die Spinat auch gleich. Das sieht aber alles von der Qualität hier echt gut aus. Von der Verpackung war es auch in Ordnung. Das dafür, dass man sonst im Supermarkt immer lange guckt, welche Variante man jetzt genau nimmt. Shelly schon fertig gemacht, hier die Pampe. Riecht lecker. Da werden wir was von verschütten. Natürlich heißt es, wenn ihr demnächst auch sehen wollt, wie wir das zweite Mahlzeit zubereiten, nochmal auf die Art und Weise. Vielleicht wäre es sogar das leichtere Rezept gewesen, ich weiß es nicht. Sieht, glaube ich, also nicht so umfangreich aus. Würzig gebratenes Schweinelachssteak. Ne? Eins in Chat, Leute. Nein, das ist nicht für 4 Personen, das ist für 3 Personen. Kann man ja bestimmen. Wann gibt's das? Wir haben doch geplant für Dienstag, oder? Oder? Essen? Ja. Essen. Bis für morgen. Oder Montag. Vielleicht morgen? Oder Montag, also die Anfrage ist oder so. Morgen macht ja Sinn irgendwie, ne? Dienstag bin ich da, Lul. Also 1, 2, 3, 4. Vergiss es, Shelly. Versuch auch dauernd eine Fliege zu bekommen. Ja, es ist echt lästig.
Fleisch brät, ein bisschen mehr Temperatur drauf geben. Was machen die Kartoffeln eigentlich? Wollen wir schon mal zwischengucken, oder? Man kann das, glaube ich, auch ziemlich gut sehen. Gehen wir zur Seite. Dann kann man das gleich zeigen. Ja. Das sieht cool aus. Schnell wieder halt zu. Dann gehen wir mal runter, ne? Oh, hier 200 war unten. Ja, war schon. Ich wollte nur schnell mal ein bisschen nervös machen. So, den brauchen wir heute ja nicht. Der ist für das andere, für die andere Mahlzeit. Kannst du da auch das Rezept legen? Ja, was jetzt? Jetzt warten wir, chillen ein bisschen, ne? Jetzt chillen wir ein bisschen. Ich kann schon mal den hier Community Stream vorbereiten. Discord. Oh, richtig viele Bock drauf, das hier mit anzugucken. Ein paar Leute sind ja noch am Start. Wer spielt denn heute Abend mit? Der darf einmal eine, was für eine Zahl? Wer heute Abend mitspielt? Die drei. Wer spielt heute Abend mit? Waren das jetzt 4 Minuten anbraten? Das Fleisch zieht auf dem Blech durch. Mach nicht zu lange in der Pfanne. Ich glaube, das reicht auch schon, das dachte ich mir schon gerade. Nur das Ei ist ein ziemlich dicker Lappen. Den würde ich tatsächlich noch ein bisschen länger drin lassen. Okay. Das soll ja auch gar nicht so lange lösen. Dann komm mal mit nach vorne, damit ich hier das hier drauf machen kann. So, hier sind mal die ersten Stücke. Und wie macht man das halt drauf? Das klebt ja gar nicht. Du musst einfach rüber, links gucken mit den Fingern. Hähnchenbrüste mit den Senfrühl toppen und diese leicht andrücken. Also ein bisschen drauflegen und dann. Ich leg das hier drauf und drück das ein bisschen an. Dass das so trocken wird, das schmeckt dann auch nicht. Guck mal, das liegt hier richtig in den Bröseln. Ich mach das hier ein bisschen dicht aneinander. Immer ordentlich viel Parmesan. Ja, ordentlich. Wir sind ja auch so Menschen wie also ich mag richtig gerne hier diese Panade. Ich brauche das Fleisch gar nicht, ich würde auch nur Panade essen. Wie ist das bei euch so? Mögt ihr das auch so gerne oder seid ihr eher so die Fleischleute? Drück das mal richtig ran da. Ran da. Von oben und von den Seiten. Da geht noch ein bisschen. Bisschen hab ich noch. Ja, immer gespannt. So was haben wir natürlich selber auch noch nie gemacht. Und das war ja auch so ein bisschen unsere Hintergrundidee, dass wir das mit HelloFresh auch mal einfach mal testen. Weil einfach solche Rezepte machen wir sonst eher nicht. Und wenn es dann noch schmeckt, dann wäre es natürlich umso toller. Ja, wir essen halt jede Woche gefühlt das Gleiche. Und es ist ja auch jede Woche, wir gehen einmal die Woche einkaufen und jede Woche die Frage. Ist das so ordentlich oder habt ihr noch Tipps? Was essen wir diese Woche? Was machen wir denn? Einigen wir uns doch wieder auf die gleichen Sachen, ne? Also. Mal gucken. Ich hänge die ganze Zeit am Waschbecken und wasche meine Finger. Ein bisschen zwanghaft, glaube ich. Aber es klebt auch immer. Oh, schmeckt ganz gut. So, das kann jetzt aber zu in den Ofen. Und soll dann wohl noch so um bei 15 Minuten, liebe Leute. 10 vor, ne? Zeitcheck. Hier abgebildet. Die haben doch hier auch nicht 2 Backofen. Zur Not werden wir es nochmal drehen, dass man halt die Kartoffeln mit Karotten nochmal da runter und das andere nochmal oben drauf, damit das schön noch ein bisschen krosch wird. Aber sieht schon mal richtig aus. So, als nächstes die Soße. Ich glaube, da haben wir aber noch 1 Minute Zeit. Ne? Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber die kann ja auch einen Augenblick stehen, wenn sie dann schon fertig ist. Kocht sie zu der Backplatte. Nee, das wäre ja blöd. Das
hier kann schon zu sein. Wie wird das denn benutzt? Brauchen wir das nicht? Nein. Wir brauchen das hier. Das hier und das hier. Genau. Also, der nächste Schritt für die Soße, ne? Die Pfanne aus Schritt 3, da wo wir angebraten haben, wieder erhitzen und ohne Fettzugabe die gehackten Schalotten und den Knoblauch eine Minute lang anschwitzen. Dann den Pfanninhalt mit der Kochsahne und noch zusätzlich 75 Milliliter Wasser ablöschen und die Hühnerbrühe hineinrühren. Dann kommt der Babyspinat zur Sahnesoße. Babyspinat. Den soll man noch so 1-2 Minuten mitköcheln, nicht zu lange. Ja, das Ganze noch ein bisschen abschmecken, je nach persönlichen Gewürzvorlieben. Der eine mag schön scharf, der andere halt ein bisschen milder. Bei den Kindern müssen wir auch immer eher ein bisschen milder und können selber noch ein bisschen Salz und Pfeffer nachgeben. Und ja, danach wird es angerichtet. Ein bisschen die Kartoffeln, so ein bisschen von den Karotten, ein bisschen den Spinat drüber gedings da und noch ein schönes Stück Fleisch. Gut. Gibt es noch Fragen? Noch irgendwelche Fragen? Anregungen? Ich würde den Spinat noch waschen vorher. Das finde ich, das ist ein Plan. Shelly sagt, das ist in Ordnung. Das kann man. Ich decke nebenbei nochmal weiter den Tisch. Ein bisschen abtropfen lassen. Das ist wirklich eine schöne Küche, die ihr da habt. Ja, hat sich auch tatsächlich als praktisch erwiesen. Obwohl die Entstehung ja auch gedauert hat, bis wir tatsächlich auch diese, den roten Hintergrund. Das sind praktisch Glaswände. Wenn man keine Lust mehr hat auf die Farbe, könnte man theoretisch die Glaswand austauschen mit einer anderen Farbe, aber passt schon. Soll man so. Wir gucken mal, ob wir die Zeit noch im Griff haben. So Viertel, 10 Minuten noch ungefähr, ne? Ja, Zeitcheck. Die Soße, glaube ich, dauert nicht so lange. Na, 1-2 Minuten steht hier doch. Steht auch alles hier. Das ist natürlich auch echt praktisch, ne? Das ist tatsächlich alles hier so Schritt für Schritt. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ja, wenn du nächstes Mal der Postbote zumindest das Paket auch richtig bei uns abgibt und nicht einfach beim Nachbarn ins Carport stellt und sagt, jo, ich hab's abgeliefert. Vor allem, das ist zwei Häuser weiter gewesen und die sind aktuell im Urlaub. Ja, das war echt ein bisschen blöd. Und nur weil Shelly dachte, ja, sie irgendwoher gewusst haben, dass sie auch ab und an bei HelloFresh bestellen, dachte sie, ja, dann hat bestimmt der Postbote mal mitgedacht und dachte sich, oh ja, ne, HelloFresh liefere ich immer bei den Nachbarn ab. Also wird das bestimmt wieder für den Nachbarn sein. Diesmal aber nicht, denn wir haben ja die Testbox auch selbst geordert sozusagen und mit dem Rabattcode, dem, ne, POC, wie hieß der Rabattcode? Habe ich jetzt nicht genau vor. Aber seht ihr sonst unten in der Beschreibung den Infobutton, da könnt ihr euch anklicken, könnt ihr auch selber noch mal ein bisschen durch die Menüs durchgehen, da sind ja doch eine ganze Menge Auswahl und ja. Ist das hier noch offen? Dann kann Shelly nämlich jetzt mal schon mal entdecken, was ich denn bestellt habe für... Hast du das schon bestellt? Für in 2 Wochen, so nach dem Motto. Werden. Man kann ja in dem System relativ leicht auf Pausieren sagen, weil nächsten Samstag und übernächsten Samstag haben wir keine Zeit. Aber den Samstag danach, da haben wir wieder Zeit. Und ich hatte ja schon mal 2 Mahlzeiten da bestellt.
Man kann dieses Gericht ändern, also wenn Shelly sagt, ne, das will ich nicht haben, können Sie bis zum 29. August können Sie die Bestellung noch mal wieder ändern. Ich hatte einmal ein Schweinelachssteak mit Bohnengemüse, dazu selbstgemachte Thymian-Kräuterbutter und einmal gebratenen Lachs mit cremigem Gurkensalat. Dazu Petersilienkartoffeln und Gremolata, was auch immer das sein mag. Da sind wir nicht so die Experten. So, ich mache mal die Pfanne wieder an. Wir werden die Pfanne jetzt mal wieder ein bisschen erhitzen. Und was da ich natürlich auch toll finde, hier in der Rubrik Produkte, die du lieben wirst, da gibt es nämlich so hier so ein sommerlicher Obstkorb und aber auch Baguettes und also tolle Sachen. Dass man auch da mal so ein bisschen den Horizont erweitert und nicht immer nur Apfel oder, also wir sind halt so Typen, wir kaufen immer nur Apfel und Banane irgendwie. Meistens relativ eintönig das Ganze, ja. Und ich glaube tatsächlich ein bisschen Abwechslung kommt rein, das Ganze soll nachhaltig sein und dementsprechend, Versuch macht kluge Leute, traut euch, testet es ruhig mal und wenn es nichts für euch ist, könnt ihr dann ganz easy sagen, wir nehmen mal eine Box mit. Aber das war es dann auch. Oder man findet Gefallen daran und bestellt sich dann halt noch eine Folgebox. Man muss es ja auch nicht wöchentlich, mehrfach. Man kann das selber variieren. Man kann sagen, einmal im Monat gönnt man sich vielleicht was. Und der Rabattcode, der ist ja noch relativ lange haltbar. Wo man überlegt, jetzt für zwei Personen oder sowas zahlt man nachher vielleicht 20 Euro, wenn überhaupt. Je nach Mahlzeit natürlich und mit dem Rabatt. Also traut euch, testet ruhig. Ich würde mich freuen natürlich. Und wenn nicht, dann ist es so. Dann lassen wir uns das eben schmecken, ne? Mal zur Seite, damit ihr seht, wie Shelly hier rumbrät. Hat die Pfanne wahrscheinlich wieder nicht ganz heiß werden lassen, aber das kennen wir. Hast du doch. Ich hatte im Community-Stream auch immer so. Ja, der letzte. Muss ich nochmal Rezept nachgucken. Wie viel Wasser sollte da rein? 75. Schon ein bisschen viel. Ja, man kann ja eher noch mal sonst ein bisschen mehr Flüssigkeit dazugeben, als dass man von Anfang an viel zu viel reintut. Ne? Ja, die Hühnerbrühe kommt doch auch. Erst mit der Kochsahne ablöschen. Mit Kochsahne und Wasser. Ist auch noch gut, dass wir hier Experten mit an Bord haben. Jetzt schon? Ja, bei den Zuschauern. Das ist hier schon rein? Was kostet so ein verpacktes Essen im Durchschnitt? Das kann man tatsächlich schwer sagen. Das hängt ja wirklich darauf an, ob man eine günstige Variante haben möchte oder es gibt natürlich auch teures Fleisch, teuren Fisch. Das sind natürlich schon Preisunterschiede. Aber also unsere erste Bestellung sind zwei Mahlzeiten für drei Personen. Also insgesamt praktisch sechs Portionen. Und ich müsste jetzt selber nochmal wieder reingucken, was es überhaupt war. Ich habe mir das gar nicht gemerkt, weil da wird ja auch Rabatt abgezogen. Aber das sieht man im Zweifel im Stream nochmal. Ne? Also das war nicht viel. Was man da bezahlt. Jetzt habe ich hier so blöd mit dem Laptop gezoomt, mit dem blöden Touchpad hier. Oh nein! Soll ich jetzt auch schon die Hühnerbrühe mit rein? Und vor allem mit. Ja, ne? Was hast du jetzt gemacht? Kochsahne ist drin, ja. Dann das Wasser und dann die Hühnerbrühe. Die hat einfach alles reingehauen auf einmal. So kennen wir, Shelly. Ich komme einfach zum Testessen zu euch, bevor ich selbst bestelle. Testessen ist auch geil. Oh, müssen ein paar mehr Portionen bestellen, ne? Ja, ist natürlich auch cool, ne? Wenn man irgendwie Freunde zu Besuch hat oder ja, so. Also wir würden uns mega freuen natürlich, wenn der ein oder andere tatsächlich über unseren Link bestellt. Steigert vielleicht auch die Chancen, dass wir irgendwann nochmal für so eine Aktion ausgesucht werden und nochmal wieder irgendwas vorstellen dürfen, in welchen Bereichen auch immer. Wenn es nicht ist, dann ist es halt so.
Ich glaube schon, also ich hatte auch gehört, meine Eltern sagten das, gute Bekannte von denen, die kriegen regelmäßig da was. Und wie ich gerade schon mal sagte, ich finde dieses Gute, dass man einfach flexibel ist. Ne? Man kann das wochenweise jetzt einfach mal pausieren und einfach in 3 Wochen lassen uns mal wieder eine Mahlzeit zukommen oder 2. Und da ist auch immer wechselndes Angebot. Also wenn man jetzt im Bestellprozess, ich kann das jetzt nicht direkt zeigen, weil wir haben das jetzt hier streamtechnisch nicht drin, weil wir über das Handy gerade streamen. Aber man konnte da relativ leicht auswählen und jede Woche hat halt unterschiedliche Rezepte. Und vielleicht ist da mal eine Woche bei, wo man sagt, da ist jetzt nicht so das für mich bei. Und dann nimmt man vielleicht nichts und eine Woche danach ist vielleicht mal, da sind so viele tolle Mahlzeiten, die ich so gerne esse, die würde ich selber gerne mal kochen und versuchen. Dann, ja, warum nicht, ne? Und gerade mit dem Rabattcode, liebe Leute, bis zu 90 Euro könnt ihr sparen. Ja, wenn nicht, dann nicht, ne? Die Chance habt ihr auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen. Link findet ihr unten unter dem Stream oder im Zweifel auf der Homepage. Links auch als schnelle Finde sozusagen, ne? Könnt ihr auch schnell da finden. Ja, wollen wir mal gucken, was Shelly da so veranstaltet. Lieber nicht. Das ist Suppe. Ja. Na gut, da kommt ja jetzt noch der Spinat rein. Also. Aber der das soll köcheln, ne? Ablöschen, Hühnerbrühe hineinbrühen. Babyspinat zur Sahnesoße in die Pfanne geben und 1 bis 2 Minuten mit köcheln lassen. Rahmspinat mit Salz und Pfeffer noch abschmecken. Die Soße. Wartung! So, der Spinat ist noch ein bisschen runter drüber, ne? Ja, ich dachte, ich grille die Arme hoch, damit es. Jetzt kommt der Spinat rein. Und erst kommst du den Salat rein. Spinat. Mal den Spinat rein. Wo hätte man den nochmal hacken sollen oder so? Das wird vielleicht ein bisschen warm. 1 bis 2 Minuten mitköcheln. Okay. Sehr spannend, sowas habe ich auch noch nie gekocht. Könnt ihr mal kurz gucken? Achso. Tada! Wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, so einen Salat, hier so ein Spinat mit in so eine Soße mit rein. Aber hey, wenn es schmeckt. Oh, es regnet schon wieder. Richtig geil. Das ist mal, das wird das fast zu wenig Flüssigkeit, ne? Aber packst du halt mal so ins Bein. Ein bisschen Salz und Pfeffer reinmachen sonst. Ja, vielleicht erstmal probieren, oder? Dann muss ja auch gut sein. Hier so Löffel. Schon Shelly kostet, Shelly probiert. Auch mal? Also? Für die Zuschauer. Ich wollte probieren. Und? Ja, schmeckt noch recht mild eigentlich. Ich bin vom Fach, was das Kochen angeht. Sehr gut. Die Jury fehlt noch zum Sterne vergeben bei euch. Sollen wir gleich eine Abstimmung starten? Oder? Aber das kriege ich hierüber ja nicht hin. Wohl könnte man nicht auch hier den Streammanager laufen lassen? Nach dem Motto, haben wir es gut gemacht oder nicht? Ne? Ja, nein, geht so. Ja, vielleicht machen wir. Also wir werden gleich mal einen Deko-Teller hier anrichten, um mal zu vergleichen. Ich glaube, das Einzige, was jetzt nicht so gut ankam, war unser Schneidemesser. Da habe ich gefühlt nur am Leckrollen. Was meint ihr zur Soße? Jetzt?
bisschen Salz und Pfeffer. Ich weiß, oder? Also wir können das Ganze hier nochmal hinstellen. Ich stelle mal hier ein paar Bretter, dann können wir das da draufstellen. Und zeigen, dass das auch einigermaßen lecker aussieht. Und wir werden natürlich heute Abend im Community-Stream bestimmt nochmal über den Geschmack reden. Gestärkt in der Stunde sozusagen im Community-Stream dabei bin, ist schon mal gut, ne? Pass auf, vielleicht tauschst du nicht auf. So viele brauchen, ne? Ich wollte die Blätter da draufstellen. Dann können wir einen Teller, ja, so einen Musterteller hier gleich zubereiten. Nach. So muss es aussehen nochmal. Schnibbeln nach Anleitung und so. Ich finde, sich selber immer irgendwas zu überlegen, das finde ich immer sehr lästig immer. Aber so, wenn du so eine Anleitung hast. Das war jetzt auch gar nicht so viel. Ich meine, wir haben für 3 Portionen eben bestellt, weil wir sagen, gut, wir haben noch nicht 2, wir sind halt, ne, wir beide. Und die beiden kurzen sind ja wirklich noch recht kurz, die werden nicht volle Mahlzeiten brauchen. Hier essen da ein paar Karotten mit, hier essen ein paar Kartoffeln mit, ein bisschen kleines Fleisch. Und gut. Ich glaube, den kann man schon mal abschalten, damit noch Soße übrig bleibt. Was macht der hier? Das ist ein Zeitcheck, Leute. Sind wir nicht schon drüber? Sollen wir das mal lieber rausholen aus dem Ofen? Nummer 1. Nicht zu nah am Laptop. Es könnte schmilzen. Ja. Auch im Stream sieht das echt länger aus. 2 Minuten noch theoretisch. Was? Wofür? Das, nee. Er hat das schon lange angebraten. Also mach das durch. Lass mal gleich ein Stück so grob ausschneiden. Das dicke Stück kann vielleicht noch mal rein, aber die kleinen Stücke, die müssten durch sein. So. Ein kleines Stückchen. Noch ein paar Karotten. Ein paar Kartoffeln. Das Stück ist ein bisschen klein, weil ich das ja noch ein bisschen... Ich mach's doch nicht kaputt. Ich wollte es einmal. Schneid lieber das Dickste durch. Heiß. Heiß. Aber sieht gut aus. Und es steht auf, wie viele Kalorien nehmen wir heute zu uns? Kalorien. Fast 700. Das ist echt okay. Das ist ja fast ein bisschen gesund. Ist ein bisschen dürftig, der Teller. Kann man ein bisschen mehr drauf tun. Ja, das sieht echt ein bisschen... Darf ich noch mal einen anrichten? Shaggy, versuch noch mal. Ich fange schon mal an zu essen. Da ist nicht. Hast du den mal aufgeschnitten und geguckt? Nee, das ist das schon noch. Mir ist es so heiß. Das ist immer so schön in die Mitte. Die Teller dürfen auch nicht zu groß sein, sonst ist das auch... Tatsächlich auch durch. Ja, cool. Gut aus. Da kann man so ein paar kleine Stücke von den Kindern schneiden. Ne? Ja, oder super. Für dich, weil es schön saftig ist. Oh ja, ich mag das gerne. So. Mal schauen mal. Gut, Leute,
Dann würde ich sagen, hoffentlich. Ich kann ja noch Meisterlein zeigen, jetzt hören wir auch da. Nein. Ich noch an ihrem Teller. Ich hätte noch die letzte Kartoffel noch mitmachen sollen. Die hat ihren Teller schon mal ein bisschen besser angerichtet, ein bisschen voller gemacht. Oh, guck doch mal im Vergleich. Ja, aber das ist, wirkt auch ein bisschen gierig von dir, ne? Es ist einfach nur anders angerichtet. Der Unterschied ist echt. Telleranrichtung 10 von 10. Frank Rosin würde platzen von allem. Oh. Ja, liebe Leute, vielen, vielen Dank. Bin gespannt, kurz noch abkühlen lassen, dann können die Kinder auch gleich mitessen. Wir danken natürlich auch, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr dabei wart und das Ganze auch ja, doch hier im Livestream ein bisschen begleitet habt. Und von daher ja, können wir durchaus vorstellen, dass wir auch die andere Mahlzeit dann demnächst nochmal wieder zubereiten. Ob das nur morgen Abend sein wird, gucken wir mal. Na gut. Ja, also lecker. Wir lassen uns schmecken, liebe Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis nachher bei LS, den einen oder anderen. Und tschüss. Tschüss, ihr Lieben.